Moin allerseits und willkommen zurück zu Darksiders 2 und ja, der große Klostein dahinter mir ist nicht unbedingt gerade der Typ, den ich eigentlich für die Quest hätte suchen sollen, sondern der Typ, den ich suchen muss, der steht im Fjord und ist zwar eigentlich auch so ein Steinheini, allerdings nicht annähernd so groß wie der Typ dahinter mir. Super, also war ich doch irgendwie komplett am falschen Ort. Aber zum Glück weiß ich, wo der ist, vor allen Dingen, weil der auch auf der Karte markiert ist. Naja. Ich würde mal sagen, gehen wir mal da hin und holen mal die Quest ab, wa? Gut, der Typ muss irgendwo da oben sein, wo das gerade zugewuchert ist. Sieht man gerade auch schon auf der Minimap. Ah ja, da ist er ja schon. Oh, hallo, Fleischling. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich wollte gerade fragen, wer du bist. Oder eher was. Ich heiße Schwarzenwurz. Und ich habe Hunger. Und worauf genau? Nur auf die besten Steine. Ich kann diese Leckerbissen anlocken, aber es ist Jahrhunderte her, dass welche in Reichweite waren. Ich muss hier auf meinen Herrn warten. Ich werde verhungern, wenn mir niemand hilft. Dein Volk steht am Rande der Vernichtung und du bittest mich, dich zu füttern? Wenn es nicht so viele Umstände macht. Nimm das. Es wird den Stein zu dir führen, sodass du ihn mir bringen kannst. Dann werde ich ihn mit großem Vergnügen essen. Und ich werde dich belohnen. Okay, oder anders gesagt, du hast mir nun etwas gegeben, was mich jetzt irgendwie dazu berechtigt, die blöden Kristalle abzuschießen. Yay, und du kannst verhungern? Sag mal, du bist aus Stein, Moos und sonstigen Gewächsen. Wie kannst du verhungern? Das Einzige, was vielleicht verhungern könnte, ist vielleicht der ganze Grünzeug da an dir. Aber das ist nicht ein Teil von dir, das ist nur irgendwie Deko. What the? Du isst? Ich bin nicht wie andere Kreationen. In meiner Gestalt hat das Leben Wurzeln geschlagen. Ich muss gefüttert werden, sonst wird es mich verzehren. Ah ja, und was ist bei den anderen ganzen großen Typen, die auch Kreationen sind? Bei denen sind nicht nur Wurzeln, da sind Bäume dran. Und bei dir? Nur weil du da ein bisschen Moos und Äste irgendwie an dir hast, musst du jetzt gefüttert werden, oder was? Super. Und wer ist dein Herr? Was ist mit deinem Herrn? Von ihm rede ich nicht. Ich erinnere mich auch nicht an ihn. Er verließ mich vor Äonen. Jetzt bin ich hier gefangen. Warum? Hat er irgendeine Art von Zauberer irgendwie auf dir gelegt und du kannst nicht irgendwie weg oder was ist los? Oder bist du einfach nur so doof und gehst einfach nicht weg, weil er gesagt hat, wart auf mich, bis ich irgendwann wiederkomme? Super. Wie lange bist du schon hier? Ich sammle meine Kraft seit Jahrhunderten und meine Wurzeln reichen tief. Das ist mein Problem. Warte mal. Du meintest das mit den Wurzeln jetzt gerade wortwörtlich. Wie wär's, wenn ich dich einfach mal da eben da mit der Axt oder mit der Sense oder mit was weiß ich, was ich gerade habe, du dich einfach mal vom Boden befreie, dann hast du nämlich gar keine Wurzeln, außer das komische Gedingse da in deinem Rücken. Hä? Wie wär's damit? Dann könntest du einfach wohin gehen, wo du gerade möchtest und könntest selber deine Steine suchen. Na gut, jetzt habe ich endlich die Quest, die ich haben will, damit ich nämlich die ollen Kristalle nämlich auseinander nehmen kann. Und die sollen irgendwie Stats geben, je nachdem, in welcher Kombination ich die wohl bei dem Typen abgehe. Naja, was soll's. Ich gehe mal zum Grab hin, weil wenn ich hier schon in den Schmiedelanden bin, dann kann ich ja eigentlich mal dahin gehen. Mal schauen, was denn da eigentlich so drin sein soll. Soll angeblich irgendwie ein großes Grabmal sein mit Schätzen. Mit irgendwelchen Geheimnissen. Und es ist gerade feurig. Ob es irgendwelche Geheimnisse hat, keine Ahnung. Ich sehe gerade auf jeden Fall einen Raum mit 5 Kisten. Sonst nichts? Oh, Kohle. Okay. Und da ist so ein Waffenregal. Mit einer blauen Sense. So viele Geheimnisse. Wow, das sind holy fucking shit, wie viele Geheimnisse. Ich krieg den Kopf nicht mehr zu. Da ist noch ein Regal. Oh, noch ein Regal. Aber bis jetzt kam nur Schrott hier raus. Was kommt da raus? Blaues Item und sonst noch was. Kann man das hier verschieben? Oh ja, ich kann es verschieben. Ich lagge gerade.
Gut, das Spiel ist nicht wieder abgestürzt. Das wäre nämlich jetzt nicht gerade sehr geil. Was kann ich damit machen? Oh, da ist was drin. Was ist das denn? Was ist das? Klingenmeister-Talisman. Über die Herstellung und Geschichte dieses Amuletts gibt es nur Gerüchte und Legenden. Viele behaupten, dass das Amulett einst dem enigmatischen Krieger gehörte, der als Wicked Kay bekannt war. Nicht anzuzweifeln ist allerdings die Kraft des Talismans. Das Amulett wurde als Klingenmeister bekannt und besitzt das Wissen und die Fähigkeiten eines unvergleichlichen Kriegers, der aus tausenden Duellen als Sieger hervorgegangen ist. Das Amulett kann einen Teil dieses Wissens an seinen Träger weitergeben. Okay, das hört sich interessant an. Und Wicked Kay? Was ihr übrigens nicht gesehen habt bei Darksiders, also beim ersten Teil. Ich habe da immer wieder mal so einen Typen gesehen gehabt, den ich quasi dann gefunden habe, als ich dann halt ein bisschen in der Gegend herum am Latschen war. Und das war irgend so ein untoter Typ mit Zylinder und Stock. Gehstock? Ja, glaube ich Gehstock. Und der hieß, glaube ich, Wicked Kay. Noch ein Heiltrank. Ist der hier etwa auch, oder was? Ich wollte gerade schon sagen, da kam gar nichts raus. Aber ich habe da aus der Kiste einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Super. Wir meinen etwas. Nur blaue Items. Okay, das war jetzt nicht gerade so eine tolle Ausbeute, aber... Ja. Wer weiß, vielleicht war ja doch irgendwas Nettes dabei. Oder halt auch nicht. Wobei. Was ist denn hier dieses Dingensbums, dieses Amulett Usendes? Achso, da ist es ja. Das hat gar keine Werte. Das hat nur diesen Klingenmeister-Effekt drauf. Kann ich es verbessern? Nein, kann ich nicht. Was ist denn jetzt bitte Klingenmeister? Mach ich da jetzt mehr Schaden mit oder wie oder was oder wo oder wann? Hä? Ich hab keinen Schimmer. Muss ich mal nachgucken. Bis dahin tue ich das Ding mal nicht anziehen und gehe jetzt wahrscheinlich erstmal wohin? Ich glaube, ich gehe mal zur Hauptquest wieder. Jo, da wären wir wieder und ich habe hier auch schon den ersten Kristall gesehen. Na, funktioniert das jetzt endlich? Was? Ah, okay, jetzt. Habe ich nicht richtig getroffen gehabt. Warum leuchtet da hinten der Turm? Ist das ein Leuchtturm? Ja, sehr einfallsreich. Aus den Schatten und hinein in das Licht. Ich sehe dich, Reiter. Die Dinge, die du getan hast. Die Leben, die du beendet hast. Ich weiß, warum du hier bist. Dann wirst du mir den Schlüssel geben. Ich habe den Schlüssel jahrhundertelang bewacht. Er gehört mir. Ich werde mich nicht von ihm trennen. Nicht jetzt. Verderben breitet sich aus. In unserer Stadt, unseren Herzen. Nur ich bleibe rein. Ein Signal gegen die Finsternis. Machtlos, sie zurückzudrängen. Wir sind nicht völlig machtlos, Archon. Vielleicht nicht. Nachdem die Siegel gebrochen und die Höllenlegionen losgelassen worden waren, gingen viele Relikte verloren. Eines, der Stab von Arafel, könnte helfen, umzukehren, was hier geschehen ist. Ich wage es nicht, den Stab selbst zu bergen. Die Tore zur Weißen Stadt sind für alle Engel geschlossen, die die Erde besuchen. Aber du bist kein Engel. Besorge den Stab. Dann mache ich einen Weg zu meiner Zitadelle frei. Dort wirst du den Schlüssel zum Baum des Lebens finden. Und was du auf der Erde finden wirst, sobald du es siehst, wirst selbst du den Namen Krieg verfluchen. Komme ich jetzt wieder zurück zur Erde? Stab von Arafel soll ich jetzt suchen. Super, ja, ich soll wieder wirklich zurück zur Erde. Sag mal, wie kannst du eigentlich pennen bei so einer Leuchte in deinem Gesicht? Vor allen Dingen, wird sie überhaupt mal irgendwann mal Nacht? Weil falls ja, dann, ich glaube, du kannst dir dann schön selber den Weg immer anstrahlen, ne? Da hinten ist eine Kiste, sehe ich gerade. Was ist denn da drinnen in der Kiste? Ich soll übrigens mal hier kurz wechseln. Weil die Knarre brauche ich, glaube ich, am seltensten hier in diesem Spiel. Kann das sein? Weil ich habe die irgendwie kaum bis jetzt benutzt. Nur am Anfang ganz kurz, glaube ich. Und danach war es das auch schon. Ich kann nicht. Ein blaues Item flog daraus. Okay, das ist vielleicht halbwegs schön. Ist da eine Seite am Liegen? Nein. Schade. Hätte ja sein können. Hast was dagegen, wenn ich da in dein Planschbecken springe? Ja, scheint wohl nicht so.
Oh ja. Die Untoten haben gelernt. Ruhe. Ja, ist ja schon gut, ich halte die Schnauze. Es sind nicht nur Leichen anwesend. Ich kann mich ja irren, aber Abaddon habe ich gekillt, glaube ich, beim letzten Mal, oder? Uriel? Was macht denn die Höllenwache auf der Erde? Sag mal, in deiner Zunge ist ein Totenkopf. Kannst du den mal da rausholen? Ich glaube, die sind gerade alle tot, oder? Auch nicht, okay. Wie soll ihr helfen? Warum rennt sie dann weg? Konzentrier dein Feuer! Welches Feuer? Ich habe kein Feuer. Was ist denn das da? Oh, hey, ist das wieder eine Knarre? Ja, geil. Oh. Geil, ich habe ein Maschinengewehr. Kann das Ding noch sonst irgendwas? Ja, so eine Art Shotgun. Cool. Aber irgendwie bringt anscheinend die Shotgun nicht unbedingt allzu viel. Ist das überhaupt eine Shotgun? Ja, ist schon. Menno. In Zombiespielen, wo man eine Shotgun hat, da ist die meistens effektiv. Hier ist sie nicht effektiv. Blöd. Schreie nicht so viel rum. Oh, hi. Du bist so ein großer Klopf. Ah ja, du bist der explodiert. Schön, dass die Suicide-Bomber wieder hier sind. Geil. Unmöglich. Was? Oh, Alter. Ja, mach ich ja schon. Soll ich irgendwas Bestimmtes hier machen oder die ganze Zeit einfach nur mit euch ballern? Au. Okay, meine Gesundheit geht gerade komplett in die Tonne. Weißt du was, ich lasse die Knarre einfach mal da liegen. Ich meine, ich habe zwar jetzt gerade eine andere Waffe, die keinen Life Leech hat, aber dafür quasi bei jedem Kill Gesundheit gibt. Keine Ahnung, ob es gut ist oder ob es schlecht ist, ich weiß es nicht. Da ist eine Bombe, die explodiert. Gut, ciao. Ich sollte dich dafür umbringen, was dein Bruder hier getan hat. Aber du hast mein Leben gerettet. Wir sind somit quitt. Was weißt du über den Stab von Arafel? Eine Waffe mit immenser Macht. Von Archon Hestus auf die Erde gebracht, um die Dämonen im Endkrieg zu bekämpfen. Doch Hestus fiel und der Stab wurde zerschlagen. Jetzt benutzt der Zerstörer die Teile, um seine Armee der Finsternis zu stärken. Was gebrochen ist, kann wieder zusammengefügt werden. Wo sind die Teile des Stabs? In den Händen des Zerstörers. Er hat Kreaturen aus dem Abgrund gerufen und seine Auserwählten losgeschickt. Blasphemische Dinge, die selbst jetzt diese Welt in ihre eigenen höllischen Domänen unterteilen. Die Leidenden sind solche Bestien. Sie laben sich an den Toten dieser Welt und verwandeln sie in einen Schwarm aus Fleisch und Knochen, der wie eins kämpft. Sie waren es, die uns vor einigen Augenblicken angegriffen haben. Wie eins, leicht entzweit. Ich werde keine weiteren Höllenwachen riskieren, um den Stab von Arafel zurückzuerobern. Solltest du jedoch diese vergebliche Mühe auf dich nehmen, dann folge der Spur aus den Leichen meiner Brüder. Vergebliche Mühe, das wäre nicht das erste Mal. Damit es nicht deine letzte Mühe wird, nimm dies. Danke für die Warnung.
Oh, schön. Danke. Du gibst mir gerade die Waffe, die ich vorhin weggeschmissen habe, weil ich kaum noch Gesundheit hatte. Ich weiß ja nicht, willst du mich töten oder willst du mich am Leben lassen? Ich bin mir nicht genau so sicher, weil wenn ich die Waffe benutze, bin ich so gut wie tot. Wenn ich sie nicht benutze, habe ich eine Chance zu überleben, weil ich nämlich Gesundheit wiederbekomme bei jedem Kill. Und du gibst mir noch eine Quest? Okay. Warum ist die Höllenwache noch auf der Erde? Du hast verloren, Uriel, falls du es nicht bemerkt haben solltest. Wo sollten wir sonst hingehen? Die ganze Schöpfung hat gesehen, was hier geschah. Wie die Höllenwache aufmarschierte, bevor die Siegel gebrochen wurden. Die weiße Stadt ist für uns verschlossen. Wir können nicht mehr nach Hause. Das ist nicht mein Pech. Was sind diese Auserwählten? Sie sehen nicht wie Dämonen aus. Nein. Sie sind etwas viel Älteres. Sie kamen direkt aus dem Herzen des Abgrunds. Die Mächtigsten dienen dem Zerstörer und herrschen in seinem Namen über Asche und Knochen. Der Rest tötet alles um sich herum. Ich habe nicht hundertprozentig jetzt zugehört, aber haben wir jetzt schon wieder hier das quasi dasselbe wie im ersten Teil? Sprich, hey, da haben wir irgendwelche Obermotze, die ich umnieten darf, damit ich dann irgendwann den Start zusammenbekomme. Okay. Es ist ein Wunder, dass du so lange durchgehalten hast. Selbst die Toten marschieren gegen dich auf. Du sprichst vom Schwarm. Von allen Kreaturen, die hier streunen, dürstet es sie am meisten nach Rache. Nicht einmal der Tod kann sie aufhalten. Wie viele Engel sind hier gestorben, Uriel? Zu viele. Doch für jeden toten Engel gibt es einen anderen, der gegen seinen Willen am Leben gehalten wird. Ihr Leiden stärkt den Zerstörer. Vielleicht kannst du sie von ihren Qualen erlösen, fahler Reiter. Wenn du es wünschst, jedoch ist alles, was ich den Gefangenen anbieten kann, ein schnelles Ende. Das ist Segen genug. Ah ja, Erlösung. Eine zweihändige Fernkampfwaffe, wie sie von der Höllenwache verwendet wird und nicht von mir, weil ich sie nicht benutzen werde, weil sie einfach, naja, nicht crap ist, aber, naja, mir nicht unbedingt allzu viel bringt. Deswegen, weg mit dem Ding. Siehste? Guck mal. Das ist das, was ich mit deinem Geschenk mache. Das ist Schrott. Kannst wieder umtauschen. Oder hast du vielleicht den Kassenbon, damit ich selber umtauschen kann, weil... Vielleicht kriege ich irgendwie einen Gutschein oder so. 50 Euro und dann kann ich mir ein paar Spiele holen oder so. Sag mal, hast du jetzt die ganze Zeit vor, auf der Stelle da zu fliegen? Okay, gut. Ciao. Was mich übrigens gerade auffällt ist... Die verschont mich, weil ich ihr Leben gerettet habe. Sie würde mich allerdings sofort umbringen für das, was wiederum Krieg getan hat. Okay, Krieg hat also vermeintlich quasi den Endkrieg ausgelöst, dadurch also quasi mal eben die komplette Menschheit auf dem Gewissen. Aber ich, der mal eben dazwischen kommt und sie wiederum retten tut, hat wiederum eine zweite Chance kassiert, weil ich ein Leben verschont habe. Beziehungsweise ein Leben gerettet habe. Ja, erscheint mir fair. Sehr fair. Ein Leben von einem Engel gegen das von 7 Billionen Menschen. Oder wie viele Menschen gab es nochmal? Ich habe keine Ahnung. Verdammt viele. Wo müssen die jetzt überhaupt hin? Ich muss irgendwo da hinten hin, glaube ich. Okay, ja, super, sehr schön. Eigentlich überhaupt nicht toll. Ich habe die ganze Gegend jetzt hier abgeklappert, um irgendwo voranzukommen. Und der einzige Ort, an dem ich jetzt hätte hingehen können, wo eigentlich irgendwie auch gar nichts ist und ich wahrscheinlich hätte durchgehen sollen, weil da nämlich der gelbe Punkt auch auf der Minimap ist, der ist versperrt durch eine unsichtbare Wand. Und ich weiß nicht, wieso. Und schön zu sehen, dass vor allen Dingen die Waffe, die ich trage, mit ihrer Gesundheit pro Kill-Sache anscheinend nicht unbedingt so viel bewirkt, wie meine andere Waffe, die wiederum Life Leech hatte und prozentual zum Schaden Gesundheit generierte. Sehr schön! Und ich muss sagen, die Lichteffekte und das Regen hier alles, das sieht gerade irgendwie ziemlich nice aus. Allerdings bleibt immer noch der Fakt, dass ich hier irgendwie nirgendwo voran kann, weil ich hier anscheinend irgendwas verbuggt habe. Ich glaube zumindest, dass es hier gerade buggy ist, deswegen, ich starte einfach mal das Spiel mal neu.